Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung Mathematik trifft Philosophie. Worum geht's? Nun also, Mathematik und Philosophie haben einander seit Jahrtausenden fasziniert. Und dieser wechselvollen Beziehungsgeschichte soll hier nachgegangen werden. Also einerseits nämlich ist die Mathematik ein wesentliches Werkzeug für die Philosophie. Beispielsweise für die Erkenntnistheorie. Was ist Raum? Was ist Zufall? Oder für die praktische Philosophie. Wie teilt man gerecht? Welches Wahlverfahren ist das Beste? Andererseits ist die Mathematik selbst eine harte Nuss für die Philosophie. Sie ist offensichtlich keine Erfahrungswissenschaft. Warum sind dann ihre Sätze vom praktischen Nutzen? Werden diese Sätze entdeckt oder erfunden? Und worauf beruht ihre einzigartige Gewissheit? Ja, solche Fragestellungen werden uns zu informativen und hoffentlich unterhaltsamen und sicherlich nicht immer ganz systematischen Ausflügen in die Geschichte des menschlichen Denkens führen. Natürlich geht es dabei unter anderem auch um die Philosophie der Mathematik. Sie stellt ein eigenes und schwieriges Fach dar. Aber viel wichtiger wird es sein, einen Einblick zu gewinnen in die überraschende Vielfalt der wechselseitigen Anregungen von Mathematik und Philosophie. Unser erstes Kapitel heißt Wählen. Da geht es um Wahlarithmetik. Und der erste Abschnitt von der Aufklärung zur Sozialmathematik gewissermaßen, da geht es um Condorcets politische Arithmetik. Also Newton hat einmal gesagt, ich kann die Bahnen der Himmelskörper berechnen, aber nicht den Wahnsinn der Menschen. Das hat er gesagt, nachdem er ein kleines Vermögen durch eine Fehlspekulation verloren hatte. Damals, zur Zeit Newtons noch, schien das Treiben der Menschen der Mathematik völlig unzugänglich zu sein. Aber bald darauf kam es zu den ersten Gehversuchen einer sozialen Mathematik. Die Philosophie der Aufklärung hat es möglich gemacht, und zwar durch eine kühne Abstraktion. Es hieß auf einmal, alle Menschen sind gleich. Sind sie das wirklich? Naja, wir müssen es präziser fassen. Zwar nicht gleich an Eigenschaften, aber gleich an Rechten. Das sind sie zwar auch nicht, aber sie sollten es sein. Und das wurde zum Axiom. Und dort, wo ein Axiom ist, dort ist die Mathematik nicht fern. Heute ist die Sozialmathematik ein riesiges Gebiet. Es umfasst Entscheidungstheorie, Spieltheorie, Demografie, Versicherungsmathematik und noch vieles mehr. Doch im 18. Jahrhundert, da war es noch ausgesprochen revolutionär, die Mathematik auf etwas anderes als Physik oder Astronomie anwenden zu wollen. Federführend dabei war der Marquis de Condorcet, eine der schillerndsten Figuren der Aufklärung. Der Marquis kommt sogar, und welcher andere Mathematiker könnte da mithalten, in einem Roman von Alexandre Dumas vor, im Halsband der Königin. Da sagt ihm kein Geringerer als Cagliostro voraus, wie er sterben wird, nämlich durch Selbstmord. Das geschah während eines exquisiten Diners. Ja, solche Aussichten können einem natürlich die Nachspeise verderben. Also der Marquis de Condorcet, der stammte aus einer verarmten, adeligen Familie. Von denen gab es im Ancien Regime viele. Der Vater starb früh, mittelloser Dragonerhauptmann. Der Sohn kam in ein Jesuitenkolleg. Dort fiel er bald durch sein Talent auf. Machte sich in der Wissenschaft schnell einen Namen. Analysis, Astronomie, Wahrscheinlichkeiten. Bald war er korrespondierendes Mitglied der preußischen und Ehrenmitglied der russischen Akademie und wirkliches Mitglied der französischen Akademie des Sciences, sogar ihr Sekretär perpetuell. Nun, in Akademien, da wird gern und oft gewählt. Und die kniffligen Aspekte solcher Abstimmungen, die mögen Condorcet veranlasst haben, von der Himmelsmechanik auf die politische Arithmetik, wie er es nannte, umzusatteln. So hat er eine neue Wissenschaftsdisziplin
gegründet, die Mathematique sociale. Dabei begnügte sich Condorcet keineswegs mit bloßer Theorie. Er war als eine Galionsfigur der Aufklärung ein durch und durch politischer Kopf. Enger Gefährte von Voltaire und Turgot, befreundet mit Benjamin Franklin, mit Pompin und Thomas Jefferson. Mit der Zeit wurde der Marquis kompromissloser als sie alle. Er trieb sogar so weit, das Wahlrecht für Frauen zu fordern. Die Abschaffung der Sklaverei. Zu Dank nannte man ihn Le Mouton Enragé, also das tollwütige Schaf, weil er so herzensgut war und so radikal. Die Französische Revolution stellte einen Höhepunkt von Condorcets Leben dar. Er war der letzte Enzyklopädist und wurde zum ersten Republikaner. Bis zum Präsidenten der gesetzgebenden Nationalversammlung hat er es gebracht. Er sollte sogar die erste Verfassung der ersten französischen Republik ausarbeiten. Und eine Zeit lang war auch die Rede davon, ihn zum Erzieher des französischen Thronfolgers zu machen, des neunjährigen Dauphins, aus dem ja demnächst auch ein Vollweise werden sollte. Aber alle diese grandiosen Pläne gingen schief. Der kleine Louis wurde einem rabiaten Schuster namens Simon übergeben und an die Stelle von Condorcets Verfassung kam eine nach dem Geschmack von Robespierre. Und Condorcet war frech genug, dagegen Einwände zu erheben und musste umgehend vor der Terreur fliehen. Er konnte sich 9 Monate lang bei Freunden in Paris verstecken, wurde aufgespürt, verkroch sich 2 Nächte lang wie ein gehetztes Wild in den Steinbrüchen von Clamart und wurde am Tag nach seiner Verhaftung tot in der Zelle aufgefunden. Die Todesursache blieb zumindest offiziell unbekannt, aber Cagliostro hatte vermutlich recht. Selbstmord durch Gift. So, also was hat denn Condorcet mit seiner politischen Arithmetik entdeckt? Zunächst einmal ein Paradox, einen veritablen Skandal. Oder wie soll man sonst bezeichnen, wenn ein Kandidat, der jede Stichwahl gewinnen würde, gar nicht zur Stichwahl zugelassen wird. Sie wissen, in einer Stichwahl treten nur 2 Kandidaten gegeneinander an. Dürfen natürlich auch weiblich sein. Ja? Ob jetzt ein Kandidat so eine Stichwahl gewinnt, das hängt natürlich vom Gegenkandidaten ab. Wer jeden Gegenkandidaten schlägt, wird als der Condorcet-Sieger bezeichnet. Wenn jetzt beispielsweise bei einem Fußballturnier der Condorcet-Sieger gar nicht zum Finale zugelassen wird, dann ist etwas faul. Und etwas Ähnliches aber kann ohne weiteres in der Politik geschehen. Beobachten wir etwa das zweistufige Verfahren, das in Frankreich 1789 eingeführt wurde. Und zwar sehr zum Ärger von Condorcet, der damals freilich noch kein Volksvertreter war. Seitdem prägt dieser Wahlmodus, die sogenannte romanische Mehrheitswahl, alle 5 französischen Republiken. Und zahlreiche Staaten haben das Verfahren übernommen und der Marquis würde sich im Grab umdrehen, wie er es wüsste. Er hat übrigens kein Grab, sein Grabmal im Pantheon steht leer. Also 2 Wahlgänge. Im ersten kreuzt jeder Wähler seinen Favoriten an. Im zweiten Wahlgang treten dann die beiden stimmstärksten Kandidaten zu einer Stichwahl an. Klarerweise kann der zweite Stimmgang entfallen, wenn im ersten einer der Kandidaten schon mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen hat. Also dieses Verfahren scheint auf den ersten Blick recht vernünftig. Aber es kann geschehen, dass der Kandidat, der jede Stichwahl gewinnen würde, zur Stichwahl gar nicht zugelassen wird. Der Condorcet-Sieger kommt nicht in die engere Wahl, er scheidet schon im ersten Wahlgang aus. Hier ist Condorcets simples Beispiel. 3 Kandidaten
A, B und C. Nennen wir sie vielleicht Anna, Bea und Conny. Und 12 Wähler. Jeder der Wähler hat seine Meinung über die drei Kandidatinnen. Fünf der Wähler reihen Anna vor Conny und Conny vor Bea. Vier Wähler reihen Bea vor Conny und Conny vor Anna. Und drei Wähler reihen Conny vor Bea und Bea vor Anna. Also grundsätzlich wären noch drei weitere Rangordnungen möglich, nämlich Anna vor Bea vor Conny oder Bea vor Anna vor Conny oder Conny vor Anna vor Bea. Und natürlich auch noch, dass sich Wähler nicht zwischen zwei Kandidaten entscheiden können. Aber das kommt jetzt hier in unserem Beispiel nicht vor. Also beim ersten Wahlgang, wo jeder Wähler seinen Favoriten ankreist, entfallen auf Anna somit 5 Stimmen, auf Bea 4, auf Conny 3. Und im zweiten Wahlgang, der Stichwahl zwischen Anna und Bea, gewinnt dann Bea. Denn alle Conny-Anhänger wählen jetzt Bea. Soweit so gut. Aber dieser Wahlsieg von Bea, der steht auf dünnen Füßen. Denn Conny war zwar nicht zur Stichwahl zugelassen, hätte aber gegen Anna mit 7:5 und gegen Bea sogar mit 8:4 gewonnen. Also überzeugender wäre es wohl gewesen, den Condorcet-Sieger, das heißt also hier Conny, zu küren. Dazu bedarf es übrigens nicht dreier Stichwahlen bei drei Kandidaten oder 6 Stichwahlen bei 4 Kandidaten, 10 Stichwahlen bei 5 Kandidaten. Ein einziger Wahlgang genügt, bei dem allerdings auf jeden Stimmzettel alle Kandidaten gereiht werden müssen, nicht bloß einer angekreuzt. Aus den Reihungen folgt dann sofort das Resultat jeder Stichwahl. Und doch hat das Verfahren einen Pferdefuß, wie Condorcet zu seinem Leidwesen bemerken musste. Es braucht nämlich gar keinen Condorcet-Sieger zu geben. Es könnte sein, dass Anna die Stichwahl gegen Bea gewinnt, Bea gegen Conny und Conny gegen Anna. Ein Zyklus wie im Kinderspiel Stein, Schere, Papier. Also hier noch ein einfaches Beispiel. 100 Wähler jetzt und 25 von ihnen reihen Anna vor Bea und Bea vor Conny. Und 40 reihen Bea vor Conny und Conny vor Anna. Und 35, sagen wir, reihen Conny vor Anna und Anna vor Bea. Also wiederum gibt es natürlich noch die Reihenfolgen Anna vor Conny vor Bea, Bea vor Anna vor Conny, Conny vor Bea vor Anna, aber keiner der Wähler entscheidet sich dafür. Ist für unser Beispiel auch irrelevant. Wenn wir jetzt die einzelnen Stichwahlen betrachten, dann sehen wir, Anna verliert gegen Conny mit 25:75. Conny verliert gegen Bea mit 35:65. Und Bea verliert gegen Anna mit 40:60. Also jeder Kandidat verliert gegen einen anderen. Keiner kann sich durchsetzen. Es gibt in diesem Fall gar keinen Condorcet-Sieger.